Hi, ich bin Christoph und mein Aktienportfolio wird heute geroastet von der Mission Money. Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Wir sind die Mission Money, dein Kanal für mehr Geld, Motivation und Erfolg. Und heute haben wir wieder unser Erfolgsformat für euch am Start, nämlich Roast My Depot. Wir haben ja dazu aufgerufen, dass ihr eure Depots offenlegt hier bei uns im Video und wir euch dann richtig schön rösten vor der Kamera. Und heute haben wir einen ganz speziellen Gast. Und zwar Christoph von Christophs Aktienkurs, ein sehr, sehr guter YouTube-Kanal, den ich euch wärmstens ans Herz lege. Christoph, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Leute, wir machen übrigens auch noch ein zweites Video für den Kanal von Christoph. Das werden wir hier oben verlinken. Unbedingt nochmal reinklicken und jetzt geht's los. Ja, herzlichen Dank erstmal für die nette Einleitung und das Lob für meinen Kanal und freue mich sehr, hier zu sein und bin schon sehr gespannt auf eure Kritik auf jeden Fall. Jetzt ist gleich ganz schmutzig. Bevor wir uns dein Depot anschauen, vielleicht stellst du dich einfach noch mal kurz vor und erzählst, wie du so zum Investieren auch gekommen bist. Ja, also ich bin Christoph, wie gesagt, bin ja mittlerweile 34 Jahre alt und habe eigentlich damals, als ich so das erste Geld verdient habe in der Ausbildung mit 19, 20, dann auch irgendwie mir überlegt, ja, man könnte ja vielleicht schon mal ein bisschen was fürs Alter tun, man könnte mal anfangen einfach und habe dann auch ja, irgendwo die erste Aktie gekauft. Ich glaube, es war damals Infineon, die ich dann irgendwie 2 Monate später mit 25% Verlust verkauft habe. Das war so der Start. Zu Penny-Stock-Zeiten noch? Oder? Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, die hat da so 10 Euro oder so gekostet. Das war so 2,4, also schon wieder so ein bisschen hinter der Dotcom-Blase. Aber das war irgendwie so der Startpunkt und das hat so mein Interesse geweckt und ich habe dann auch nicht aufgegeben, sondern habe dann überlegt, okay, wie kannst du es jetzt eigentlich besser machen? Und ja, jetzt fast, ich sag mal, roundabout 15 Jahre dabei und ja, macht also großen Spaß halt auch. Ist langfristig orientiert? Auf jeden Fall. Tendenziell buy and hold? Definitiv. Also ich, so diese ganze Marktsicht oder der Aktienmarkt an sich, das ist mir eigentlich relativ egal. Ich gucke mir einzelne Unternehmen an und überlege mir halt, ob die langfristig entsprechendes Potenzial haben und langfristig eben auch entsprechendes Wachstumspotenzial einfach haben. Das ist mein Ansatz. Gutes Stichwort. Die Unternehmen schauen wir uns genau jetzt einmal an im Überblick. Da ist dein Portfolio. Du hast jetzt 60 Sekunden Zeit, uns mal deine Strategie darzulegen. Auf los geht's los. Okay, also grundsätzlich ist es so, der Markt, wie gesagt, interessiert mich nicht. Ich schaue mir sehr genau einzelne Unternehmen an, von denen ich eben glaube, dass die in Zukunft weiterhin wachsen werden, weiteres Wachstumspotenzial haben. Das sollten auch grundsätzlich Unternehmen sein, die in ihrer jeweiligen Branche Marktführerschaft besitzen, die hohe Gewinnmargen aufweisen, hohe Free Cashflows aufweisen. Und ich achte natürlich auch bei meinem Gesamtportfolio darauf, dass ich auch eine entsprechend gute Diversifikation drin habe. Also ich versuche schon, da ich letztendlich schwerpunktmäßig in Einzeltitel gehe, ich habe zwar auch ETFs, aber ich gehe schwerpunktmäßig in Einzeltitel und versuche schon auch sehr breit dann in den entsprechenden, für die entsprechenden Branchen dann auch zu diversifizieren und setze aber schon sehr genau darauf, was ich eigentlich für Unternehmen kaufe, was dahinter steckt. Wie sind so die Megatrends? Was spricht dafür, dass eben diese Unternehmen langfristig auch weiter durchstarten werden? Jetzt haben wir das ein bisschen umgestellt im Vergleich zu den letzten Folgen. Jetzt wollen wir einfach mal direkt schnelles Feedback geben. Was mir jetzt auffällt, erster Blick drauf, fast ein Drittel hast du in Dänemark stecken. Praktisch in Coloplast und Novo Nordisk. Und dann ist das ja auch noch ein bisschen ähnliche Branche. Könnte man schon mal von Klumpenrisiko vielleicht sprechen? Ja. Ganz kurz. In die Diskussion gehen wir gleich. Meine These ist, Depot wirkt so ein bisschen, ist nicht ganz Fisch und nicht ganz Fleisch. Also du hast gesagt, du willst diversifizieren, aber irgendwie ist der Mix, mutet aus meiner Sicht ein bisschen seltsam an. Zudem ist mir aufgefallen, dass du ja am Anfang sehr defensiv angefangen hast, aber sehr spät, quasi zum späten Zeitpunkt des Zyklus, erst die Zyklika quasi mit reingenommen hast. Möglicherweise ein bisschen zu spät. Nächste Frage. Coloplast macht ja wirklich einen sehr großen Anteil aus. Da ist die Frage, ob da nicht vielleicht mal, ob man einen Teil abschneiden könnte, auch wenn du buy and hold bist, aber trotzdem ja, ist ein großer Anteil und ein gewisses Rebalancing würde dann vielleicht auch nicht schaden. Zur Länderallokation. Du hast kein Asien drin. Seltsam, weil du bist zu 40% in den USA, du bist zu 30% in Dänemark und zu 30% ungefähr in Europa. Du bist also nur in Industrieländern momentan investiert, da wir quasi praktisch seit der Finanzkrise 2008 kein Produktivitätswachstum mehr in den Industrieländern haben.
ist das möglicherweise nicht ganz ideal. Was auch auffällt natürlich, du hast nur Aktien, also du hast eine Cashquote von 40%, aber nur Aktien, könnte man natürlich jetzt auch mal drüber nachdenken, gut, Gold, Immobilien, Kryptowährungen, wie auch immer, ob man da vielleicht nicht was beimischen könnte. Du hast außerdem so einen Verrecker wie Fossil im Depot, ist natürlich keine so ganz große Position, 75% ungefähr hinten. Da stellt sich die Frage, ja, Buy and Hold möglicherweise ein bisschen zu ernst genommen. Und Hannover Rück hast du ja schon wirklich ewig, seit 2011, ist ja auch mega gut gelaufen. Jetzt ist nur die Frage, gut, Versicherungsbranche ist jetzt auch nicht die attraktivste, wie vielleicht auch die Banken, ist jetzt nicht so wachstumsstark, ist halt die Frage, ob da jetzt nochmal, auch wenn die Dividende schön ist, ob da jetzt nochmal in den nächsten Jahren nochmal ein Gewinn von 250% drin ist. Also würde ich jetzt mal bezweifeln, und ist die Frage, ob man da vielleicht auch einfach ein bisschen, ja, vielleicht einfach mal ein bisschen Gewinne mitnehmen könnte. Dann bist du in Branchen investiert, die ein relativ gesättigtes Wachstum aufweisen, also wo die Märkte relativ gesättigt sind, möglicherweise nicht mehr die ganz großen Wachstumsraten zu erzielen sind, so ist es richtig. Du bist langfristig orientiert, es geht um deine Altersvorsorge. Wäre es nicht möglicherweise klüger, jetzt ein bisschen offensiver anzufangen und das dann erst später ein bisschen umzuschichten? Und jetzt ist noch die Frage, Nasdaq ETF hast du jetzt letztes Jahr gekauft. Timo hat schon angedeutet, die Defensiven hast du eigentlich gekauft, als es noch eigentlich feuerfrei war, also 2011, 2012. Gut, klar, im Nachhinein ist man immer klüger. Und jetzt kamen dann Baby Biotech dazu und gut, Walt Disney, Facebook, Amazon auch relativ spät und dann noch ein Nasdaq ETF. Also ist auch die Frage, ob das jetzt so die Mischung und das Timing perfekt ist. Mhm. Ja, und damit sind wir am Ende unseres kleinen Roasts angelangt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Tag noch. Nein, Spaß. Jetzt bist du natürlich dran. Steigen wir ein in die Diskussion. Genau, ich habe jetzt leider keinen Kugelschreiber dabei und habe jetzt eure Fragen nicht aufgeschrieben. Von daher können wir sie vielleicht einfach nochmal sukzessive durchgehen. Ihr fangt vielleicht einfach noch mit der ersten an und dann arbeiten wir die mal gerne sukzessive auch ab. Das können wir sehr gerne machen. Du hattest Dänemark, oder? Genau, da fällt halt auf, wie gesagt, ein Drittel fast in den zwei Aktien, die auch noch ähnliche Branche sind. Genau, also ähnliche Branche würde ich erstmal widerlegen, weil Coloplast ist tatsächlich ein Medizintechnikunternehmen. Die sind also Weltmarktführer in zwei Bereichen. Das ist einmal Stomaversorgung, das heißt also, wenn man zum Beispiel, ich sag mal jetzt Darmkrebs hat oder so, einen künstlichen Darmausgang hat, dann gibt es da entsprechende Beutel, die das Ganze auffangen müssen. Da ist Coloplast also Weltmarktführer bei dem Thema. Und eben auch im Bereich Inkontinenzversorgung. Das heißt also, da gibt es ja auch verschiedenste Produkte, Katheter. Das heißt also, Coloplast ist wirklich rein Medizintechnik und Weltmarktführer in diesen beiden Bereichen Stomaversorgung, Inkontinenz. Sie selber nennen diesen ganzen Bereich Intimate Healthcare. Also, weil es sind natürlich sehr intime Sachen, um die es da geht. Es sind auch Produkte, die natürlich sehr, sehr sicher sein müssen. Und was mich einfach damals bei Coloplast extrem überzeugt hat, als ich die Aktie auch analysiert habe, ist eben, dass sie eigentlich die ganzen Produkte zusammen mit den Anwendern, mit den Patienten entwickeln, sehr stark aufs Patientenfeedback hören, zusammen mit Pflegern, mit Ärzten die Sachen weiterentwickeln. Und das fand ich zusammen mit dieser demografischen Entwicklung, weil natürlich die Bevölkerung entsprechend altert und der Bedarf einfach natürlich auch danach wächst, vor allem im Bereich Inkontinenzversorgung. Und man sieht es eben auch an den Wachstumsraten, die wachsen jährlich so zwischen 7% und 9% im Umsatz und im Ergebnis, und das, wenn das so weitergeht, super Sache. Novo Nordisk ist kein Medizintechnikunternehmen, sondern ein Pharmaunternehmen, ist im Prinzip Weltmarktführer im Bereich der Diabetesversorgung. Was das Insulin angeht, das ist ja eben ein Stoff, den man eben braucht, damit letztendlich die Glucose in die Zellen gelangt. Da sind sie auch Weltmarktführer, haben einen Marktanteil von, ja, ich glaube, ungefähr 50%. Und was so den gesamten Diabetesmarkt angeht, haben sie einen Marktanteil von 26-27%. Und man spricht ja auch von der Diabetes-Epidemie, vor allem beim Typ-2-Diabetes, aufgrund der Ernährung, mangelnder Bewegung und so weiter. Und da stimmen dann, naja, traurigerweise auch letztendlich die langfristigen Trends, die wahrscheinlich auch dazu führen werden, dass das Unternehmen eben auch in Zukunft dann weiterhin gut performt. Dass die beiden Unternehmen jetzt in Dänemark sitzen, ist jetzt mehr oder weniger Zufall. Das ist mir eigentlich relativ egal, weil ich schaue mir ja nicht an, wo die Unternehmen sitzen, sondern ich schaue mir letztendlich an, wo sie ihr Geld verdienen. Und Novo Nordisk hat zum Beispiel auch in China im Bereich Diabetesversorgung oder Insulinversorgung einen Anteil von 50%, Marktanteil von 50%. Coloplast wächst auch extrem stark in den Schwellenländern. Und von daher ist das
das Thema, dass die beiden in Dänemark sitzen, spielt für mich überhaupt keine Rolle. Mir ist wichtig, wo die ihr Geld verdienen letztendlich. Wie ist denn da der Wettbewerb jeweils in den beiden Segmenten, sage ich mal, Medizintechnik? Ja, also... Sind die da in Nischen unterwegs? Also haben die sich da spezialisiert oder... Also Koloplast hat sicherlich in diesen beiden Bereichen, die ich gerade genannt habe, Stomaversorgung und auch Inkontinenzversorgung, die haben ungefähr dort Anteile von 40-45% des Weltmarktes, des globalen Marktes. Da sind die einfach... Die haben halt seit den 50er Jahren da Produkte entwickelt und sind da einfach die Marktführer. Und natürlich gibt es da auch entsprechend Konkurrenz. Aber das ist jetzt eher, ich sag mal, so ein oligopolistischer Markt. Da hast du vielleicht 3-4 relevante Wettbewerber und somit hast du halt auch da eine relativ hohe Preissetzungsmacht. Ja. Ich denke mal, im ganzen Diabetesmarkt ist es ein bisschen anders. Da ist der Wettbewerb schon größer. Da sind auch viele andere Pharmafirmen unterwegs. Und das hat man jetzt auch bei Novo Nordisk gesehen. Die haben auch vor ein paar Jahren eben ihre Wachstumsziele ein bisschen nach unten korrigiert, weil auch in den USA durch entsprechende Reformen, die höherer Preisdruck zum Beispiel herrscht. Da ist also sicherlich, merkt man sicherlich auch einen höheren Preisdruck. Das ist eben auch ein Grund, warum ich einen Teil meiner Novo Nordisk tatsächlich vor einiger Zeit auch reduziert habe und dafür aber genau BB Biotech gekauft habe, um mich in dem Bereich Biotech da ein bisschen breiter aufzustellen. Okay, also gut, das sind auf jeden Fall zwei gute Unternehmen, also soll jetzt nicht irgendwie schlecht gemacht werden. Aber natürlich hat es die beiden auch schon mal ein bisschen zerlegt. Koloplast war wirklich so ein Dauerläufer, aber du hast gerade gesagt, da kommt dann gerade bei den Pharmaunternehmen auch gerne mal eine schlechte Meldung. Also die sind ja durchaus schon auch mal angeschlagen. Fresenius ist jetzt auch ein gutes Beispiel, wo man auch immer gedacht hat, ja, das kann man ja nichts falsch machen. Und Koloplast hat mehr als 21%. Hast du jetzt auch schon mal drüber nachgedacht, vielleicht auch ein bisschen was rauszunehmen? Keineswegs. Also ich habe sogar Koloplast, ich glaube, es war dieses Jahr nochmal nachgekauft. Ich glaube, meine dritte oder vierte Tranche, weil ich halt auch nochmal, weil das ein ganz gutes Kursniveau war, ein relativ gutes Bewertungsniveau. Und auch diese Tranche ist, glaube ich, auch schon wieder 50% im Plus oder so. Man muss natürlich sagen, Koloplast wird, glaube ich, aktuell zu einem KGV von 35 gehandelt. Aber auch wenn man sich mal das historische KGV anschaut, sind wir so im Durchschnitt so bei 30 unterwegs. Das heißt, das ist ein Trugschluss, den viele haben, auch viele Anfänger haben, ein Unternehmen nicht zu kaufen wegen einer scheinbar hohen Bewertung. Aber wenn du halt so ein Unternehmen bist, was in diesen Nischen so stark drin ist, dann ist halt auch eine entsprechend hohe Prämie auch in der Bewertung einfach gerechtfertigt. Und wenn du halt einfach dir anguckst, dass das durchschnittliche Bewertungsniveau die letzten 10 Jahre auch bei 30 war und jetzt mal bei 35, so what? Warum soll ich die Aktie jetzt verkaufen, nur weil ich jetzt ein KGV von 35 habe? Und wenn die Aktie jetzt mal wieder 20% runtergeht, egal. Naja gut, okay, aber die letzten 10 Jahre muss man jetzt auch mal sagen, dass Geld, also wenn man jetzt mal diesen makroökonomischen Blick einnimmt, Geld immer billiger geworden ist und möglicherweise das KGV dementsprechend auch nach oben verzerrt wurde. Genau, genau. Aber dass sich das jetzt in der nächsten Zeit, naja, relevant ändern wird, ist natürlich auch die Frage. Gut, wir sehen natürlich steigende Zinsen jetzt in den USA, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, diese ganzen makroökonomischen Trends, da gucke ich eigentlich nicht wirklich drauf. Also ich fokussiere mich wirklich aufs Unternehmen und bin auch bereit, zu einem relativ hohen KGV entsprechend zu kaufen. Also natürlich, wenn die jetzt zu einem 50er oder 60er KGV gehandelt würden, aktuell würde ich auch die Finger davon lassen, warten, bis wieder eine Korrektur kommt. Aber grundsätzlich finde ich, dass man nicht so viel Zeit und Arbeit in das Thema Bewertung legen sollte. Man sollte sich grob mal anschauen, wie ist das Unternehmen aktuell bewertet, so im Vergleich der letzten 10 Jahre, im 10-Jahres-Durchschnitt, aber nicht so viel darum Gedanken machen, sondern eher in die Zukunft schauen und gucken, ob das weiterhin vernünftig wachsen kann. Und einfach einmal im Hinterkopf haben, dass eben super Unternehmen einfach auch immer mit einer gewissen Prämie bewertet sind. Gut, da hast du auf jeden Fall recht. Also das KGV allein sagt jetzt nicht viel aus. Wobei trotzdem, wenn du sagst, Durchschnitt ist natürlich bei 30 und jetzt ist es bei 35, ist es ja theoretisch nicht billig. Also das billig ist kann es nicht. Muss aber man ja auch dazu sagen. Genau. Okay. Gut, mein Einwand war, ich werde nicht so richtig schlau aus der Depotaufstellung, also nicht Fisch, nicht Fleisch, habe ich gesagt. Und mir ist aufgefallen, dass du mit den Defensiven angefangen hast und erst relativ spät im Zyklus sozusagen, im Börsenzyklus, die Zyklika mit reingenommen hast. Zyklika sind jetzt für dich vor allem die Techs oder? Zum Beispiel, ja. Ja, wobei auch da sage ich wieder so ein bisschen der allgemeine Zyklus oder wie jetzt der allgemeine Markt steht, ist mir
fast so ein bisschen egal. Ich, zum Beispiel, wenn man sich jetzt mal John Deere anguckt, das ist sicherlich auch ein Zyklika, ist ja ein Landmaschinenhersteller, der weltweit größte. Den habe ich 2013 gekauft, also ich habe sicherlich auch schon vor vielen Jahren in Zyklika gekauft und da aber eigentlich auch nicht so wirklich drauf geachtet, ist das jetzt ein Zyklika oder nicht. Aber ich gebe euch letztendlich recht, dass ich schon natürlich versuche, einen relativ großen Anteil auch in defensiven Papieren zu haben, weil dann einfach das Portfolio jetzt wie in diesen aktuellen Zeiten, wo es jetzt hier mal nach unten geht, stabiler ist. Ja, bestes Beispiel ist zum Beispiel McDonald's, die habe ich auch 2012 schon gekauft und die hat jetzt, glaube ich, irgendwie wieder ein neues All-Time-High markiert, wo irgendwie eine Amazon halt gleichzeitig... Die ist jetzt letzt wirklich extrem gut gelaufen. Ja, ne? Wo eine Amazon halt immer 25% runtergeht und das ist aber am Ende des Tages, also... Ich habe halt nicht so diese Denke, das ist jetzt ein Zyklika, kein Zyklika, sondern ich gucke halt einfach eher, ob die Unternehmen langfristig Potenzial haben. Und ob die jetzt mittelfristig mal in einem 2-, 3-, 4-Jahres-Zyklus nach unten gehen oder nicht, das ist mir relativ egal. Ist das eigentlich Zufall, dass du am Anfang sehr europäisch warst und dann quasi die USA mit drumherum gebastelt hast? Also war das einfach nur durch die Unternehmensauswahl wieder begründet oder hatte das wirklich damit zu tun, dass du gesagt hast, okay, ich bin viel zu europäisch, ich muss jetzt einfach mal Amerika mit reinnehmen? Würde ich auch so ehrlich gesagt wieder nicht sagen, weil ich sag mal, McDonald's habe ich auch 2012 gekauft, wie gesagt, John Deere 2013, also wenn man jetzt mal insgesamt von der Zeitrange hier angeht, gut, fossil, kommen wir gleich vielleicht nochmal zu 2014, also würde ich jetzt gar nicht sagen, dass ich jetzt unbedingt nur mit Europa angefangen habe, von daher hat das eigentlich keine große Rolle gespielt. Wie kommst du jetzt drauf, so eine Aktie zu kaufen, zum Beispiel Facebook hast du jetzt dieses Jahr gekauft, ja. Amazon ja. 2016, also was war dann da der ausschlaggebende Facebook, Amazon vielleicht ein gutes Beispiel, da habe ich mich jahrelang immer von den, ich sag mal, eigentlich von der relativ negativen Berichterstattung in den Medien blenden lassen. Ah, die machen ja keine Gewinne, die haben ein dreistelliges KGV und dann liest du das so und denkst so, ja, das ist ja viel zu hoch bewertet und habe mir eigentlich gar nicht selber die Zahlen angeguckt. Und dann steigst du halt ein und guckst dir vielleicht mal nicht ein KGV an, sondern guckst mal aufs Kurs-Cashflow-Verhältnis. Das Unternehmen ist ja auch eben entsprechend Cashflow-getrieben unterwegs. Dann hast du schon wieder ganz andere Bewertungsmetriken drin. Und ich glaube einfach diese Innovationskraft von Amazon und wie massiv die in alle möglichen Bereiche reingehen. Wenn man sich überlegt, die gehen jetzt riesengroß ins Frachtgeschäft rein. Ja? Mittlerweile liefern die selber, da klingelt der Amazon-Mensch selber an. Also Wahnsinn, oder Cloud-Geschäft, Weltmarktführer im Cloud-Geschäft, 30%. Also schönes, diversifiziertes Geschäftsmodell und für mich damals einfach vom Bewertungsniveau habe ich gesagt, passt, kaufe ich. Wächst sich aber auch so langsam zu einem Konglomerat aus, weil ne, so wie es in den 80ern auch war, dieser Trend, wir diversifizieren immer weiter, Bezos geht in viele Bereiche rein, hat natürlich den Rückenwind durch die ganze technologische Entwicklung und dass sie da halt extrem gut unterwegs sind und sehr innovativ, wie du sagst. Aber möglicherweise wird das halt auch so irgendwann mal so ein riesiger Klumpen, der kaum noch steuerbar ist. So wie Google ein bisschen, ja. Ja. Google ist zwar gut, aber klar, man blickt auch nicht mehr wirklich durch. Das stimmt, aber trotzdem, das ist natürlich immer irgendwo das Risiko, aber ich glaube, solange jetzt ein Jeff Bezos weiterhin damit an Bord ist, dann glaube ich auch, dass das funktioniert. Also klar, die machen auch viele Akquisitionen, übernehmen ja auch viel im Bereich Einzelhandel und so weiter, aber ich glaube schon, dass da eine ganz klare Strategie dahinter steckt. Ja, also ich reg mich jedes Mal wieder auf, ich war gerade noch irgendwie kurz was einkaufen, du stehst elendig lang an der Kasse, hast da die Kassiererin, da machen die keine zweite Kasse auf. In den USA zahlt mittlerweile schon jeder mit Amazon Go oder geht halt einfach da rein und legt halt Amazon Apple Pay dahin und kann halt selbst kassieren. Und das sind halt schon Themen, die massiv vorantreiben und die auch einfach nachgefragt sind. Aber meinst du, damit kann man wirklich nachhaltig große Margen verdienen, dass die jetzt zum Beispiel Lebensmittel ausliefern? Also meinst du wirklich, weil das ist ja ein super aufwendiges Geschäft. Du hast eine riesen Lagerhaltung und du musst die ganze Logistik, dass die Ware dann zu dir kommt, musst du auch mitbezahlen. Die Preise kann man nicht abwälzen. Ich glaube auch gar nicht, dass die groß ausliefern, weil die kaufen ja teilweise auch selber Einzelhandelsketten, die dann einfach auch stationär betreiben, ne, aber eben auf moderne Art und Weise und auf mit einer sehr schlanken Personalstruktur. Also das glaube ich auch nicht. Das haben die, glaube ich, auch viel getestet. Ich glaube nicht, gebe ich dir recht, dass das von den Margen her sich lohnt, wenn man da noch groß ausliefert. Aber trotzdem kannst du ja so einen Laden entsprechend neu durchstylen und mal auf die aktuelle Technologie bringen. Und das treiben die, glaube ich, massiv voran. Dafür haben die halt die Kohle auch einfach. Kommen wir mal zu Fossil. Warum hast du die noch?
Warum hab ich die gekauft, ist ja erstmal die entscheidende Frage. Fossil ist ja ein ganz, ganz groß im Bereich Fashion-Uhren. Ja, also die haben ja eine eigene Marke, also du kannst Fossil-Uhren kaufen. Und was aber halt auch das Tolle ist, die fertigen halt auch für ganz viele andere Marken Uhren. Also zum Beispiel, ich glaube, für Adidas oder Michael Kors, also für viele Modefirmen im Lizenzgeschäft. Das heißt, damals, ich glaube, zu der Zeit, als ich gekauft habe, haben die, glaube ich, allein 50% ihres Umsatzes durch Michael Kors-Uhren gemacht, die die halt in dem Namen entsprechend produziert haben. Die haben letztendlich auch die komplette Wertschöpfungskette, die entwickeln, die designen, die lassen dann natürlich irgendwo auch produzieren, haben aber, glaube ich, sogar auch eigene entsprechende Produktionen und Fabriken in China stehen, also bedienen oder haben die ganze Wertschöpfungskette entsprechend im Blick. Und das hat mich damals halt einfach überzeugt. Das Problem, was die jetzt hatten, die sind letztendlich zu spät auf den ganzen Trend Smartwatches gegangen. Das heißt, die klassischen Uhren, massive Verluste, Apple ist reingekommen, Smartwatch reingekommen. Und da haben sie aber dann auch vor einigen Jahren sehr massiv auch, ich glaube, mit Intel und Google zusammengearbeitet, um eben auch hier die Technologie in die Uhren zu bringen. Und haben jetzt mittlerweile auch 3-4 Smartwatch-Generationen drin. Und wenn man sich mal so bei Amazon die Kundenrezension durchliest, die waren in den letzten Jahren eher schlecht, also auch eher so mittelmäßig. Und so seit einiger Zeit hast du da eher wieder 4-5 Sternchen anstatt 2-3 Sternchen bei den Uhren. Also ich glaube relativ fest, dass die einen Turnaround geschafft haben. Und man muss sich natürlich auch mal anschauen, die Aktie hat ja mittlerweile seit den Tiefständen schon wieder, ich glaube, 200-300% zugelegt. Und im Übrigen muss man auch mal eins sagen, trotz eines ganz, ganz schwachen Jahres 2017, wo sie, glaube ich, Abschreibungen auf ein Goodwill gemacht haben von irgendeinem zugekauften Unternehmen, was natürlich in der GUV, in der Gewinn- und Verlustrechnung einen starken Verlust verursacht, haben sie trotzdem noch einen operativ positiven Cashflow erwirtschaftet. Also trotz dieser massiven Krise sind auch gering verschuldet. Und von daher gehe ich einfach davon aus, dass die langfristig hier im Bereich Smartwatches wieder performen werden. Glaubst du, dass die wirklich so stark wachsen können, dass du die Verluste wieder reinholst? Weil ich sehe bei Fossil so ein bisschen das Problem, die sind aus meiner Sicht von der Positionierung her ein bisschen schlecht. Weil hast du gerade schon angesprochen, also da gibt es jetzt die Apple Watch, dann gibt es irgendwie Fitbit und die ganzen Smartwatches, Fitnesswatches, dann gibt es die ganzen, ja, diese ganzen neuen, etwas billigeren, sag ich mal, Designer-Uhren, die jetzt irgendwie jeder Influencer auf Instagram trägt, von Daniel Wellington. Da kommt gefühlt jede Woche irgendeine neue Uhrenmarke, die man nicht kennt. Und Fossil ist jetzt also weder richtig günstig, also wenn ich jetzt 14, 15, 16 bin, ist mir vielleicht das zu teuer. Wenn ich jetzt irgendwie Mitte 30 bin, sage ich, okay, da kaufe ich mir vielleicht eine vernünftige Uhr oder vielleicht sogar als Geldanlage, dann eine Omega, Rolex, was weiß ich. Also weiß ich nicht, also wollen genug Leute wirklich noch eine Fossiluhr haben? Ja, wie gesagt, also Fossil fertigt ja eben auch für viele andere Marken und da sind sie, glaube ich, weiterhin auch noch gut unterwegs, dass sie da eben entsprechende Verträge auch schließen und von daher glaube ich schon, dass langfristig durchaus ein Potenzial besteht, vor allem wenn man sich aktuell mal die Bewertungsmetriken anguckt. Auf einer Cashflow-Ebene sind die also megamäßig günstig, also wirklich sehr, sehr günstig. Also es gibt auch verschiedene große institutionelle Investoren, die dort relativ stark eingestiegen sind und auch teilweise, ich glaube, von einem Zwei- oder Verdreifachungspotenzial geschrieben haben. Das sehe ich ähnlich, wenn die jetzt natürlich weiter Gas geben, wenn die weiter performen. Und ich glaube schon, wenn man jetzt mal sich die Apple Watch anguckt, das ist jetzt nicht wirklich ein Designstück. Also das ist, ja, okay, ist eine Uhr, aber ich glaube schon, dass die so, was das ganze Designthema angeht, schon relativ weit vorne sind und da auch viel machen. Also sind Smartwatches möglicherweise nicht einfach nur so ein ganz flüchtiger Trend, weil so richtig durchschlagend war es jetzt nicht, oder? Bleibt spannend, bleibt abzuwarten. Ich hab letztendlich, bin jetzt 80% im Minus und da sage ich halt auch irgendwo, jetzt zu verkaufen macht keinen Sinn. Zumal man darf ja auch nie irgendwie seinen Einstiegszeitpunkt sehen. Die Aktie hat seit dem Tief auch schon wieder, wie gesagt, 200-300% gemacht. Aber mein Timing war natürlich miserabel. Also das ganz klare Sache. Das ist aber eben auch einfach ein Risiko, was man eben hat, wenn man dann mal in eher, ja, etwas kleinere Unternehmen geht, die vielleicht dann auch von solchen Marktentwicklungen getroffen werden und die eben nicht früh genug dort Gas gegeben haben. Im Nachhinein war das Timing natürlich und ob ich jetzt heute unbedingt nochmal Fossil kaufen würde, sei mal dahingestellt. Das Timing war schlecht, ganz klar. Also muss man auch selbstkritisch sein, logisch, ja. Das ist noch so eine Frage, warum setzt du eigentlich nicht mehr auf ETF? Gut, du hast jetzt diesen Nasdaq-ETF, der ist jetzt 2017, jetzt wird es ja ein bisschen ruppiger oder ist schon geworden. Warum nicht vielleicht noch irgendwie so einen breiter gestreuten, wirklich so einen Standard-ETF, All Country oder MSCI World? Gut, der ist auch USA-lastig, weil du hast ja auch viele Unternehmen drin, die jetzt nicht so stark wachsen. Also könntest du dir auch eigentlich einen ETF auch
reinlegen? Gut, also ich bin halt klassisch einfach mit Einzelunternehmen angefangen. Wenn jetzt jemand neu anfängt an der Börse, der wirklich noch keine Ahnung hat, dann sage ich auch, investiere nicht in Einzelaktien. Geh in ETFs, stell dich breit auf. Ich habe da mal ein Video auch zugemacht, stufenbasiertes Investieren. Fang breit an, bilde dich weiter, guck Mission Money Videos, guck Christophs Aktienkurs Videos und bau dann sukzessive Positionen auf. Ich bin halt einfach direkt damals mit dem Thema gestartet. Ich habe halt auch einfach Spaß dran. Mir macht das Spaß, mich mit den einzelnen Unternehmen zu beschäftigen und dann nur in ETF zu gehen, finde ich dann auch langweilig. Und im ETF kaufst du halt irgendwo auch immer den Durchschnitt. Du hast ein paar gute dabei, du hast viele mittelmäßige, du hast ein paar schlechte Unternehmen dabei. Und es ist natürlich schon irgendwo langfristig auch der Anspruch, vielleicht 2-3 Prozentpunkte mehr zu machen als der breite Markt. Beste Beispiel dafür ist Berkshire Hathaway. Die Aktie habe ich auch im Portfolio. Warren Buffett hat die letzten 45 Jahre im Schnitt 19% Rendite PA gemacht, gegenüber dem S&P 500 9 oder 10%, also mehr als das Doppelte. Also ne, die ganzen Theorien auch von der Wissenschaft her, dass man den Markt eh nicht schlagen kann, ist Schwachsinn, weil er hat das Gegenteil bewiesen. Ja gut, das heißt, er ist einer, er ist genau. Die ganz große Ausnahme. Genau. Also, aber das ist ja, ne, ich meine, einen schwarzen Schwan auf der Welt gibt es immer. Genau, aber also, trotzdem zeigt es ja letztendlich, und es gibt auch andere Studien von anderen Investoren, es ist eher an der Hand abzählbar, gebe ich euch recht, aber es zeigt letztendlich, dass es schon durchaus machbar ist, dass man den Markt schlagen kann. Wobei das jetzt auch nicht mein Mega-Ziel. Ja, deswegen macht man das ja nicht. Es gibt noch andere Vorteile, emotionale Vorteile, einfach Interesse, Spaß. Kosten natürlich auch. Ja, der ETF kostet mich 0,3 bis was weiß ich, 1% PA. Das habe ich natürlich bei einer Einzelaktie, habe ich null Kosten. Ja. Ich kaufe die einmal, habe vielleicht 5 Euro Ordergebühren, that's it. Ja, wenn ich die Aktie 20 Euro halte, so günstig kann kein Riester-Produkt oder irgendwas anderes sein. Aber warum dann der Nasdaq-ETF? Nasdaq-ETF tatsächlich, weil ich damals, wann habe ich den gekauft? Ich gucke mal gerade. 2017, genau. Weil ich halt damals einfach gesagt habe, ich bin zu wenig in Technologie, vor allem in Fang. Und der Nasdaq-ETF ist ja so strukturiert, dass eigentlich die Hälfte des ETFs eigentlich von den Fangaktien mehr oder weniger ausgemacht wird. Also Netflix, Amazon, Google und so weiter. Und da habe ich einfach gesagt, ja, so einzelne Unternehmen davon, zu dem Zeitpunkt traue ich mir nicht so wirklich zu, steige ich noch nicht so richtig rein. Deshalb habe ich mal als erste Position Nasdaq-ETF aufgebaut. Und dann Facebook gekauft. Und dann Facebook gekauft und Amazon gekauft, weil ich mich dann danach, oder ich glaube, Amazon hatte ich auch schon davor gekauft, aber ich habe dann halt einfach gesagt, okay, ich möchte schwerpunktmäßig durch den Nasdaq-ETF erstmal Fangaktien abdecken, weil die halt einfach einen großen Anteil ausmachen. Ich weiß aber nicht genau, wer sich da super entwickeln wird und habe mich dann halt einfach auch später nochmal näher mit Facebook beschäftigt und habe dann da auch nochmal gesagt, okay, da lohnt es sich auch nochmal eine erste kleine Position als Einzelposition aufzubauen, weil die auch relativ stark unter die Räder gekommen sind. Ganz kurz, also du willst dann noch, weil die Position ist ja klein, du willst dann noch weiter zukaufen bei Facebook, ja, also oder? Facebook ist so ein Thema, die habe ich jetzt, wie gesagt, vor ein paar Monaten gekauft und schaue jetzt einfach mal, wo die Reise weiter hingeht, ne? Und schaue mir mal weiter an, wie die Quartalzahlen sind. Die haben ja selber gesagt, die Gewinnmargen werden runtergehen, Investment in Sicherheit, Datenschutz und so weiter wird massiv sein, was natürlich vom Markt negativ bewertet wird. Ich sage mal, es ist positiv. Sie haben natürlich in der Vergangenheit ein bisschen wenig gemacht, da mega hohe Margen gehabt. Jetzt holen sie das sozusagen ein bisschen nach, ziehen das ein bisschen nach. Aber man muss halt langfristig denken und wenn die halt nicht diese Investition machen, dann werden die halt auch nicht bestehen. Und von daher. Sie müssen ja quasi jetzt auch diese große Marketingkampagne, ne? Wir sind ja in Wirklichkeit doch ganz sympathisch und wir legen auch großen Wert auf Sicherheit. Also das ist ja jetzt in Deutschland seit einem halben Jahr oder so tatsächlich der Fall nach dem Datenskandal. So, sehe ich ähnlich. Ist natürlich die Frage, wie nachhaltig das ist. Aber wie gesagt, das weiß man nie. Trotzdem komme ich jetzt nochmal. Berührt indirekt weiter. Also wir bleiben bei dem Technologiethema. Es ist nur so ein Nebenaspekt jetzt. Es fällt auf, dass du, da habe ich jetzt rausgehört, dass du eher in diesen klassischen Industrien sozusagen dich auskennst. Bei Technologie noch nicht so richtig weißt, also gerade bei den Fangaktien, okay, wer könnte sich da durchsetzen? Und das Ganze zieht sich weiter in die Länderallokation. Und zwar bist du nur in Industrieländern investiert, hast keine Emerging Markets mit drin und wie gesagt, da jetzt nochmal ein makroökonomisches Argument, seit der Finanzkrise gibt es de facto kein Produktivitätswachstum mehr und es ist seit den 80er Jahren sowieso eigentlich auf dem absteigenden Ast. Also das Thema Regionalität oder die regionale Diversifikation habe ich ja gerade auch schon bei meinen beiden Dänemark-Aktien angesprochen. Mir ist eigentlich grundsätzlich egal, wo die Unternehmen sitzen, sondern ich möchte letztendlich wissen, wo sie ihr Geld verdienen und
im Prinzip sind das doch alle Unternehmen in dem Portfolio mehr oder weniger Global Player, die global aufgestellt sind, die global entsprechend auch Umsätze erzielen. Und warum soll ich jetzt mich mit irgendwelchen chinesischen Unternehmen beschäftigen, wo ich vielleicht nicht so scharfe Regulierungen habe wie von der SEC in Amerika, wo vielleicht auch mal Zahlen gefaked sein könnten und so weiter und so fort. Von daher sage ich halt schon, in den etablierten Märkten mit sehr gut organisierten Börsen und sehr gut organisierten Berichtswesen sich schwerpunktmäßig niederzulassen, sehe ich keinen Nachteil. Ne? Aber macht es nicht de facto Sinn, einfach mal 10-15% quasi mit beizumischen als so einen kleinen Turbolader? Also ich gucke mir durchaus auch chinesische Unternehmen an. Ich habe zum Beispiel auch mal auf meinem Kanal die Geely-Aktie analysiert, die ja auch, glaube ich, mittlerweile einen 10% Anteil von Daimler haben. Also ich gucke schon auch über den Tellerrand, schaue mir das an, beobachte das auch. Aber ich habe jetzt, bei mir hat es jetzt eben einfach noch nicht so Klick gemacht, dass ich jetzt gesagt habe, die muss ich jetzt unbedingt haben. Also ich glaube. Und ein ETF? Ebenso. Also ich bin eigentlich so mit meinem Portfolio zufrieden. Wie gesagt, weil halt eben auch der Großteil der Unternehmen eben einfach auch in den Märkten unterwegs ist. Natürlich, die Technologieaktien ist natürlich ein Argument, weil da macht China natürlich dicht. Die haben natürlich ihre eigenen, aber die sind auch wiederum staatlich geschützt. Da ist aber halt auch wieder die Frage, die genießen eben diesen staatlichen Schutz. Ja, was ist denn jetzt, wenn die mal in die Welt strömen? Können die dann eben auch nochmal Gas geben und wirklich mit Amazon und so weiter auch in Europa konkurrieren? Oder sind die eher auch auf ihren chinesischen Bereich dann vielleicht gefesselt und darauf fokussiert? Das sehe ich halt auch als Risiko. Frage zu deinem Cash-Anteil. 40% ist ja hoch, ist auch durchaus vernünftig. Rechnest du jetzt mit einem Crash innerhalb von den nächsten 1-2 Jahren oder warum? Viel Cash? Ja, was heißt so viel Cash? Das ist ja immer eine sehr persönliche Geschichte. Ich habe letztens auch wieder, ich glaube, mein letztes Video handelt davon, ich muss ja eigentlich zu jeder Zeit und zu jeder Marktphase ruhig schlafen können. Und ich bin halt irgendwo eher ein konservativer Typ. Also klar, natürlich, ich habe alle meine Vermögensanlagen in dem Sinne in Aktien. Aber ich sage halt schon, ich möchte einen relativ großen Cash-Anteil haben von meiner Asset Allocation, also Cash versus Aktien. Das soll ein relativ großer Anteil sein und fühle mich einfach damit auch wohl. Ich war auch schon mal 30% oder 25% Cash und 75% in Aktien. Aber ich sehe natürlich auch tendenziell, dass wir jetzt nach 9 Jahren Bullenmarkt vielleicht in eine andere Phase übergehen. Ja? Und auch da sind natürlich entsprechende Überlegungen, dass man vielleicht sagt, auch mal 1-2 Jahre einfach an der Seitenlinie stehen, ein bisschen Cash aufbauen, das hat noch keinem geschadet. Also auch das ist ja wichtig, dass man da auch mal geduldig ist und einfach mal schaut, wie läuft es denn jetzt? Wir haben zwar jetzt wieder in den letzten Wochen eine gewisse Bewegung nach oben gesehen, die Kurse haben sich wieder ein bisschen erholt. Gestern ist es aber auch wieder massiv runtergegangen wegen entsprechender Rezessionsangst, Handelsstreit, China, USA und so weiter. Also einfach mal abwarten, ein bisschen ruhig bleiben, entsprechend auch ein hoher Cash-Anteil ist grundsätzlich meines Erachtens nicht verkehrt. Hast du dir für dieses Szenario, dass es mal so richtig rappeln könnte, möglicherweise im nächsten Jahr oder 2020, Gedanken gemacht, wie du dann reagierst? Also wen würdest du verkaufen, zu welchem Niveau würdest du verkaufen und so weiter? Also da muss ich tatsächlich sagen, ich würde nichts verkaufen. Gar nichts verkaufen. Ich würde gar nichts verkaufen. Das ist ja auch mit der Grund, warum ich jetzt schon sage, mit diesem Cash-Anteil und mit dieser Allocation fühle ich mich safe, auch wenn die Kurse jetzt mal 50% runtergehen. Mhm. Das ist natürlich so Worst-Case-Szenario. Also muss man dann am Ende nochmal gucken, wie es dann genau auch ist, wenn der Markt so massiv runtergeht. Aber auch dann ist es ja wichtig, wenn du eben diese massiven Verluste hast, dass du dann eben noch trockenes Pulver hast, was du dann eben irgendwann wieder sukzessive auch in den Markt geben kannst. Hast du da schon einen Plan, sei mal, fürs Nachkaufen? Also würdest du dann die nachkaufen, die du schon hast, oder hast du dann ein paar andere auf dem Zettel stehen, wo du sagst, okay, die wollte ich schon immer mal haben, bin vielleicht noch nicht so wirklich reingekommen? Also ich glaube, ich würde tendenziell die Papiere nachkaufen, die ich schon habe, weil man sieht auch, ich habe jetzt so irgendwie um die 14, 15 Titel und man merkt auch schon, wenn man irgendwie die ganzen Quartalsberichte und so weiter vergleicht, das ist dann schon auch ein bisschen zeitintensiv. Also ich will eigentlich nicht mehr. Ich will nicht noch mehr Titel eigentlich drin haben. Vielleicht würde ich dann einen auch verkaufen und durch einen anderen ersetzen oder wie gerade schon gesagt, mal vielleicht einen Teilverkauf machen, wie jetzt zum Beispiel bei Novo Nordisk dafür in BB Biotech gehen oder sowas. Aber so riesengroße Anpassungen, riesengroße Neukäufe eigentlich und, nicht. Eine Frage noch, hast du schon mal über Gold und Silber nachgedacht, so als kleine Beimischung, weil du sagst ja, du bist eher konservativ, willst gerne ruhig schlafen und tatsächlich korreliert jetzt Gold bei einem Crash mit Aktien nicht so stark. Also Habe ich tatsächlich und ist
ist sicherlich auch ein guter Denkanstoß und das wäre, glaube ich, auch ein Thema, wo man dann auch wieder überlegen muss, wenn es jetzt wirklich mal crasht, was ist das dann genau für ein Papier oder holt man sich dann wirklich physisches Gold? Das verursacht dann auch wieder entsprechende Kosten. Wo lagert man das? Das sind so ein paar Themen. Ich glaube, da gibt es mittlerweile auch ganz gute Produkte, aber ja, also ist, glaube ich, auf jeden Fall ein guter Anstoß, da auch nochmal einfach mal zu überlegen, ob das vielleicht sinnvoll wäre. Mhm. Aber auf der anderen Seite sieht man halt auch einfach, dass man mit Gold klar einen Werterhalt anstreben kann, aber jetzt irgendwie damit zu spekulieren oder wirklich damit darauf zu wetten, dass man damit... Nee, eher als Absicherung. Also, genau, als Absicherung, ja. Also ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Was ist mit Deutschland? Du hast einen MDAX-Wert. Genau. What's up? Ja, weiß ich nicht. Also ist letztendlich aus der Historie einfach so gewachsen. Ne? Das ist vielleicht mal als Beispiel Racket Bank Kieser. Ist ja ein Unternehmen, was vom Namen nicht so viele Leute kennen, was aber ganz, ganz viele bekannte Marken aus dem Gesundheits-, Hygienebereich hat. Ja, Sillit Bang, ganz viele Over-the-Counter-Produkte, die man in der Apotheke kaufen kann, Dobendan, also ganz viele hochpreisige Themen. Die haben auch vor einigen Jahren den Hersteller von Durex komplett übernommen, also das ist halt auch zum Beispiel ein großes Thema. Oder auch jetzt vor ein paar Jahren Mead Johnson, die Babynahrung machen, Babymilch und so weiter. Und ich habe halt damals einfach mal geguckt, habe das mal verglichen mit Henkel, mit einer deutschen Henkel oder mit einer Beiersdorf und habe halt einfach gesehen, die Margen bei Racket sind halt deutlich höher. Und habe halt einfach mal gesagt, habe das mal 10 Jahre zurückgerechnet und ja, waren auch die letzten 10 Jahre höher. Und das muss ja irgendeinen Grund haben. Und die sind, das ist halt einfach ein gutes Unternehmen. Die verstehen es halt einfach, Marken dazu zu kaufen, Unternehmen zu integrieren. Das können die gut. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ein Punkt, bei den Racket gut kann. Das ist ein Punkt, den Facebook gut kann. Mit WhatsApp und Instagram, diese ganzen Akquisitionen. Walt Disney kann das auch sehr gut zum Beispiel. Das ist mir halt auch ganz wichtig, dass ich ein paar Unternehmen auch im Portfolio habe, die von der Kultur her, vom Management eben zeigen, dass sie es beherrschen, Unternehmen dazu zu kaufen, also nicht nur organisch entsprechend zu wachsen. Okay, Walt Disney habe ich gleich nochmal einen Punkt mit, du hast die Übernahme schon angesprochen, aber ich bleibe nochmal ganz kurz bei der Hannover rück. Okay, also ich meine, auf deinen Einstandskurs hast du jetzt eine Dividendenrendite von 15%. Genau. Also natürlich wäre das Wahnsinn, die zu verkaufen. So. Aber man muss natürlich auch nochmal sehen, wo geht die Reise hin? Und im Versicherungsgeschäft stehen im Zuge der Digitalisierung riesige Umwälzungen an, auch im Rückversicherungsgeschäft. Hast du dich mit den Risiken, die da vorhanden sind, auseinandergesetzt? Ehrlich gesagt nicht wirklich so massiv. Also ich glaube schon, dass das Thema Versicherung und auch Rückversicherung einfach auch aufgrund der zunehmenden Menschen, die auf diesem Planeten leben, die Hannover Rück macht ja auch Personenrückversicherung, also Lebensversicherung und solche Themen, dass das entsprechend an Bedeutung gewinnen wird und dass auch das ganze Thema Versicherung von Schäden auch nicht weniger werden wird grundsätzlich und dass eben auch die Erstversicherer hier weiterhin entsprechend auch Geschäft zeichnen bei den Rückversicherern. Also ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie die Digitalisierung dazu führen wird, dass wir weniger Risiken auf der Welt haben. Im Gegenteil. Ne? Vielleicht, wir haben ja auch gerade durch die Digitalisierung eben viele digitale Risiken, Cyberkriminalität und so weiter. Und das könnte natürlich auch ein Bereich sein, wo dann Hannover Rück eventuell stärker wachsen wird, wobei ich das jetzt nicht so genau weiß. Da bin ich jetzt aktuell. Weil das Wachstum ist ja, sagen wir mal, gut, generell im Versicherungsgeschäft eher mau. Und wie gesagt, du bist da sehr dick im Plus, haben wir vorher schon angesprochen. Mhm. Ist ja die Frage, was geht da wirklich noch? Also ja, aber wie gesagt, da sage ich halt ganz ehrlich, 6 Jahre Dividende habe ich meinen Kaufkurs wieder drin. Das ist mir auch dann ehrlich gesagt so ein bisschen egal. Also wenn man sich mal die Prämiensteigerung der letzten Jahre anguckt, die waren auch ganz ordentlich. Also die sind schon noch gut gewachsen, auch die letzten Jahre, haben auch ein sehr gutes Management. Aber klar, wenn ich jetzt natürlich sehen würde, dass die jetzt 5 Jahre am Stück massive Einbrüche bei den Prämien haben und massiv in der Rentabilität runtergehen würden, dann würde ich die Aktie tendenziell auch verkaufen. Also es ist natürlich immer die Prämisse bei meinen Aktien, dass die Entwicklung weiterhin stimmt. Ne? Aber wenn ich dann irgendwo einen Bruch sehe, ja, wie jetzt zum Beispiel bei Novo Nordisk, tendenziell Preisdruck, geringere Margen, Anpassung der Ziele, dann sage ich auch, okay, da kann man auch mal Anpassungen und Justierung machen. Also da bin ich schon auch flexibel, also bin ich nicht ganz starr unterwegs. Und dann halt den Gewinn einfach nur abschöpfen oder wie würdest du es machen? Naja, also am Ende verkaufst du die Aktie, hast ja dann... Die komplette Aktie würdest du dann auch... Bei Coloplast hast du ja einen Teil abgeschöpft. Bei Novo. Habe ich einfach einen Teil abgeschöpft, weil ich halt grundsätzlich sage, dass das Unternehmen langfristig auch weiter gute Chancen haben wird. Also wahrscheinlich würde ich einen kompletten Anteil nicht unbedingt verkaufen. Aber klar, wenn jetzt die Hannover Rück natürlich komplett abschmieren würde in der operativen Entwicklung, da muss man auch konsequent sein und alle Aktien verkaufen, logischerweise. Wie viele Quartale gibst du so einer Entwicklung
Naja, räumst du so eine Entwicklung ein? Sagst du, ja, okay, ein Quartal wird es wohl nicht sein. Also ich würde nicht in Quartalen sprechen, sondern ich würde tatsächlich in Jahren sprechen und ich würde halt auch immer mir dann parallel anschauen, wie entwickelt sich grundsätzlich der Markt? Bewegt sich das Unternehmen noch in einem Wachstumsmarkt? Oder also ist das Unternehmen selber dran schuld, dass es schrumpft, weil das Management Mist macht oder schlechte Entscheidungen trifft? Oder ist es ein Markt und das Unternehmen schafft es nicht schnell genug, neue Geschäftsfelder zu erschließen? Das ist ja immer ganz, ganz wichtig. Aber ich sehe das eher immer als Chance, wenn Unternehmen auch mal ein paar Quartale eben nicht performen oder schlechter performen, wie jetzt zum Beispiel Facebook. Das sind eher Chancen, aber wenn man eben wirklich dann so ein Mindset hat und sagt, ich verkaufe dann eben, wenn eine Entwicklung eben so ist, dass sie eher schlecht wird, dann muss man eigentlich 2, 3, 4 Jahre schon auch mal warten, ob das denn so weitergeht. Walt Disney wollte ich noch einmal ganz kurz ansprechen. Da gab es ja diese 21st Century Fox Übernahme, sollte eigentlich 52 Milliarden kosten, sind jetzt 71 geworden. Wie beurteilst du das? Durchweg positiv. Es hat ja auch cash-technisch gar nicht so große Auswirkungen, weil es zum Großteil über Aktien abgewickelt wird. Also Walt Disney muss sich natürlich auch ein bisschen mehr verschulden, ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, aber es geht eben sehr viel über Aktien und meines Erachtens nach hat Walt Disney und Bob Iger heißt er, glaube ich, der CEO, der jetzt schon seit vielen Jahren CEO ist, der hat einfach in den letzten Jahren gezeigt, durch zahlreiche Übernahmen, durch Marvel und Star Wars und diese ganzen Themen, dass die es halt auch einfach verstehen, hier starke Marken und Produkte zu übernehmen. Mit Fox holt er sich natürlich auch wieder viele neue Themen mit rein. Und die wollen ja jetzt auch groß im Streaming-Geschäft starten, was ich auch glaube, was erfolgreich sein wird. Man sieht das schon. Sind Sie da nicht komplett viel zu spät dran? Also ich meine, Netflix hat sich eine so dermaßen krasse Marktstellung erarbeitet. Amazon Prime darf man in dieser ganzen Rechnung nicht vernachlässigen. Apple TV möglicherweise auch. Ja, aber man muss mal Folgendes sehen. Disney hat extrem viel Content und die ziehen natürlich die ganzen Lizenzen jetzt von den anderen Streamingdiensten ab. Das heißt, alles das, was Disney ist, wird natürlich nicht mehr bei den anderen Streamingdiensten zur Verfügung stehen, wenn Disney selber startet. Und ich glaube schon, auch wenn du selber Kinder hast, so wie es bei mir der Fall ist, dann merkst du schon auch einfach, was die für eine Macht haben. Und du kommst eigentlich auch nicht um Disney herum. Und die haben einfach wirklich guten Content. Und da glaube ich schon, dass es da auch sehr, sehr viele Leute geben wird, die auch bereit sind, da nochmal 10 Euro im Monat für einen Disney-Streamingdienst zu zahlen. Ob die jetzt so durchstarten wie Netflix, ist mal die andere Frage. Aber ich glaube schon, dass so Netflix und Disney so die beiden großen Player sind. Und Disney hat natürlich im Vergleich zu Netflix auch ganz andere Kapitalstruktur, viel höhere Free Cashflows. Netflix muss ja massiv investieren in den Content. Ja, und Walt Disney erzielt einfach viel höhere Free Cashflows. Ne? Ich kann Disney nicht kritisieren, ich habe die selber. Deswegen ist das jetzt ungünstig. Und nicht nur Kinder gucken gerne Disney-Filme, sondern auch tatsächlich erwachsene Frauen, um hier noch für den nötigen Sexismus zu sorgen in diesem Video. Aber du hast dich jetzt gerade als Frau bezeichnet, ne? Oder? Ist egal. Yeah. Nee, ich gucke keine Disney-Filme. Achso. Nee. Ja, mein Lieber. Also ich glaube, damit sind wir am Ende des Videos angelangt, oder? Das ging schnell. Ja. Hat riesen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ich finde, du hast dein Depot erstklassig verteidigt. Und ich glaube, so, Leute, muss man es machen. So sollte es laufen. Christoph hat sich extrem gut eingearbeitet in seine Aktien, kann alles rundherum begründen, warum er etwas macht, warum er etwas nicht macht. Genau das Mindset ist es. Es geht gar nicht darum, irgendwie zu sagen, es gibt nur ein Portfolio, was irgendwie für alle Sinn macht, sondern es gibt nur das Portfolio, was für einen selber Sinn macht. Aber da muss man halt auch erstmal entsprechend genügend Brainpower, Gehirnschmalz reinstecken. So, also hat mir echt großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist. Danke dir. Ja, und jetzt, Leute, klickt euch bitte noch unser zweites Video rein. Ferrari, da oben geht's lang. Macht's gut, bis bald. Ciao. Wir sehen uns. Ciao. Tschüss.